Ich beichte, dass ich Justin Biebers Musik richtig geil finde und sie gerne heimlich höre. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Jahr und einer neuen Ausgabe von Weitwinkel. In der heutigen Ausgabe geht es um Tabus. Das Komische an Tabus ist, sie stehen die ganze Zeit im öffentlichen Raum, jeder kennt sie, aber sie sind nirgendwo niedergeschrieben. Und das macht Tabus eben auch so wichtig. Sie helfen uns dabei, Sachen nicht zu machen, wie zum Beispiel eben ganz nah an Fremde ranzugehen. Aber Tabus haben eben auch das Problem, dass dadurch Sachen totgeschwiegen werden, die eigentlich nicht totgeschwiegen werden sollten. Und wie die Münsteraner über Tabus denken, das seht ihr jetzt. Also ja, die Tabus, die ich jetzt halt kenne, so wenn man jetzt das mit dem Alltag im Arbeitsleben vergleichen würde, ist halt, wenn man jetzt halt von fremden Leuten oder von Kunden halt einfach angefasst werden würde. Also es gibt natürlich die Tabus, an die man vielleicht direkt denkt, zum Beispiel in der Gesellschaft Homosexualität, über die man vielleicht nicht so spricht, oder Sexualität im ganz Gemeinen. Man macht gewisse Dinge nicht, das heißt, man lügt nicht, man nimmt anderen nicht die Vorfahrt, man bestiehlt andere Menschen nicht, man kommt nicht zu spät zur Arbeit und so. Inzest zum Beispiel, ich glaube, darüber spricht niemand. Sodomie. Das ist mir gerade als Beispiel eingefallen, Homosexualität, weil ich habe es heute Morgen noch im Artikel in der Zeitung zugelesen. Also viele Leute, die sich so fühlen, verstecken sich auch. Dass man jeden Menschen, jede Art, jede Nation akzeptiert, so wie sie ist. Und dass man dieses nicht verletzt. Für mich ist es total schwer zu akzeptieren, wenn Menschen in meiner Umgebung rauchen. Ja, um ein gemeinschaftliches und friedvolles Zusammenleben zu führen, ist es natürlich wichtig, dass man bestimmte Grenzen, Tabus auch anerkennt und vereinbart. Tabus sind auf jeden Fall wichtig, finde ich, weil man muss jetzt nicht mal von Erwachsenen ausgehen, sondern einfach mal von Kindern. Kindern kann man ja eher in ihrer Privatsphäre zu nahe kommen, ohne dass man das merkt und ohne dass die Kinder eigentlich vorher merken, das ist gar nicht richtig. Ich denke, dass es wichtig ist, dass es Tabus gibt, damit man sie irgendwo auch wieder brechen kann. Also dass man Sachen hat, die man kontrovers behandeln kann. Ich denke, weil die Erziehung immer lockerer wird und man immer aufgeklärter auch ist. Die Gesellschaft ändert sich. Wir haben andere Medien, wir haben andere Mittel, uns heute zu verständigen. Wir entwickeln uns weiter. Die Menschheit, das ist so, das ist auch gut so, dass es so ist und nicht so bleibt wie früher. Wir müssen nach vorne schauen. Ein Thema, das wirklich lange gebraucht hat, bis es in der Öffentlichkeit diskutiert werden konnte, ist Sterbehilfe. Im Dezember 2015 wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellt. Das bedeutet in dem Zusammenhang, dass die wiederholende Handlung zur Förderung zur Selbsttötung unter Strafe gestellt werden kann. Um das vielleicht an einem kurzen Beispiel zu erklären, ein Arzt, der in der Onkologie oder in der Palliativmedizin arbeitet und einem todkranken Patienten die Möglichkeit gibt, sich umzubringen, indem er ihm zum Beispiel einen Ort gibt, an dem er sich umbringen könnte, oder auch nur eine Überdosis an bestimmten Medikamenten zur Verfügung stellt, ist dadurch schon mittlerweile strafbar. Doch die meisten Leute sind für eine Legalisierung der Sterbehilfe und das macht es ebenso problematisch mit dem neuen Gesetz. Die meisten Leute kennen Sterbehilfe auch im Zusammenhang mit Hospizen und eine Hospiz steht auch am Franziskus-Hospital hier in Münster. Und wir haben mal mit dem Leiter des Hospizes darüber geredet, wie die Aufgaben so aussehen. Eine Einrichtung für Menschen, die unheilbar krank sind und die noch eine begrenzte Lebenserwartung haben von wenigen Tagen bis wenigen Monaten. Und die aufgrund der Schwere ihrer Krankheit ein hohes Maß an medizinischer und pflegerischer Versorgung benötigen. Also es ist letztlich so, dass Menschen, die hier aufgenommen werden, so betreut werden können, dass sie trotz ihrer schweren Krankheit und Hilfebedürftigkeit möglichst hohe Lebensqualität erhalten oder wieder zurückbekommen. Wenn jemand Schmerzen hat, muss klar sein, dass das als erstes behandelt wird, weil Lebensqualität erst dann wieder zurückkehrt, wenn alle Beschwerden gut unter Kontrolle sind. Das ambulante Hospiz begleitet Menschen in der häuslichen Umgebung, wobei es hier nicht um medizinisch-pflegerische Begleitung geht, sondern um menschliche Begleitung. Ehrenamtliche sind regelmäßig zu Hause,
und haben Zeit. Es geht letztlich darum, dass diese Menschen aufgrund ihrer Ausbildung und Vorbereitung auf diese Aufgabe ganz anders Zuhörer sein können als vielleicht Angehörige, Nachbarn oder Freunde. Das stationäre Hospiz ist letztlich eine Pflegeeinrichtung, die aber gleichzeitig auch medizinische Versorgung gewährleistet, wie im Krankenhaus. Dass man die Fähigkeit hat, sich persönlich zurückzunehmen, nicht die persönlichen Dinge in den Vordergrund zu stellen, erstmal wirklich zuzuhören, jedem respektvoll und wertschätzend gegenüberzutreten. Ja, das Gefühl zu haben, das ist ein Tabuthema. Das muss ein selbstverständliches Thema sein, sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Also wenn man es mal wörtlich nimmt, helfen wir beim Sterben, indem wir dafür sorgen, dass dieser Mensch würdevoll versorgt wird und aufgrund einer guten medizinischen und pflegerischen Behandlung dieses Sterben nicht als etwas Schreckliches und Bedrohliches empfindet, sondern als etwas, was er leisten kann. Für mich ist immer der Marathonlauf ein gutes Bild. Wenn ich den alleine durchziehen muss, werde ich irgendwann einknicken und werde das Gefühl haben, ich schaffe das nicht. Wenn ich genügend gute Begleiter habe, solche, die mich anfeuern, die mir zur Seite stehen, die mir mal Wasser geben, die mir immer wieder auch den Zwischenstand zeigen, dann kann ich das schaffen. Im Grunde geht es darum, dass ich nie alleine das Gefühl habe, alleine zu sein. Und das ist Sterbehilfe im positiven Sinne. Das, was politisch, ethisch diskutiert wird, ist eine Frage, wo es um Tötung geht. Sterbehilfe im Sinne des aktiven Tötens eines Menschen, damit er sein körperliches Leid beenden kann, so wie er es empfindet. Das ist eine völlig andere Dimension der Sterbehilfe. Und unser Ziel ist, Menschen dabei zu helfen, dass sie nicht leiden müssen in ihrer Sterbephase und gar nicht das Bedürfnis entwickeln, getötet werden zu wollen. Die Diskussion der Sterbehilfe ist eine Diskussion der Gesunden. Die Gesunden denken, wenn ich leide, möchte ich meinem Leben ein Ende setzen. Sie wissen nicht, oder viele wissen nicht, dass man, wenn man gute medizinische Versorgung macht, eigentlich jegliches Leid auch nehmen kann. Im Grunde ist das immer eine indirekte Frage. Die Frage heißt, könnt ihr mir bei meinem Leid, bei der Leidminderung helfen? Dass man eine gute medizinische Versorgung gewährleisten kann, ist in der Regel völlig ausreichend. Es gibt ganz wenige Menschen, die deswegen sich töten lassen wollen oder sich selber töten wollen, weil sie zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens die volle Kontrolle behalten wollen. Viele Studenten, denen der Lernstress zu Kopf steigt oder die einfach nicht mehr weiter wissen, machen mittlerweile Hirndoping. Das bedeutet, dass sie verschreibungspflichtige Medikamente benutzen oder illegale Drogen nehmen, um ihre Leistung zu steigern und um vielleicht auch ein bisschen... Cut! Oh, Pascal, Alter, konzentrier dich doch einfach mal. Auch wacher zu sein. Auf der anderen Seite werden auch Mittel konsumiert, die den Puls und den Blutdruck senken, um Aufregung vor wichtigen Prüfungen zu lindern. Was diese Mittel genau mit unserem Körper anstellen, zeigt folgende Animation. Das ist doch nicht so schwer. Konzentrier dich mal! Und du hast den Philosophieprofessor noch vergessen, der auch einem noch erzählt, warum Hirndoping vielleicht gut ist, vielleicht auch nicht gut ist. Naja. Professor Physalis bekommt einen eiligen Anruf vom Bürgermeister. In einem lokalen Schlachterbetrieb ist durch infektiöses Futter ein mutierter Rinderwahn ausgebrochen. Erste Mitarbeiter haben bereits ins Gras gebissen. Ein Heilmittel muss schnell her und Professor Physalis wird in die Pflicht genommen, seine Gehirnzellen schnellstens zu aktivieren, um die Menschheit zu retten. Doch es kommt, wie es kommen muss. Professor Physalis hat totale Denkblockade. Und die kann er sich gerade nun wirklich nicht leisten. In jeder verstrichenen Minute verbreitet sich der Rinderwahn weiter. Jetzt muss er schnell produktiv sein. Doch wie? Die Lösung liegt nahe. Er schleicht sich ins Zimmer seines Sohnes Philipp. Philipp hat ADHS und nimmt regelmäßig Ritalin, um sich ordentlich konzentrieren zu können. Also nichts wie her mit der Pillenbüchse. Aber was passiert da jetzt eigentlich in seinem Kopf? Um überhaupt etwas denken oder machen zu können, brauchen wir unsere Synapsen, die in etlichen Verschaltungen heftigen Shit hinbekommen. Ich denke, hey, ich will jetzt dieses Glas greifen. Und dann passiert das. Damn!
Ohne unsere Synapsen wären wir gar nichts. Also, wenn ein Reiz im Kopf ankommt, strömt Calcium in die Synapsen ein. Dadurch verschmilzt das Vesikel, ein synaptisches Bläschen, in dem Botenstoffe gespeichert sind, mit der Membran der Synapse. Die Botenstoffe werden somit im synaptischen Spalt, dem Raum zwischen zwei Synapsen, ausgeschüttet. Der Botenstoff dockt anschließend an Rezeptoren der nachfolgenden Synapse an. So öffnen sich Natriumkanäle und Natrium strömt in die nachfolgende Synapse ein. Dadurch ändert sich hier die elektrische Ladung und der Reiz wird weitergeleitet. Der Botenstoff wird gespalten und zurück zur ersten Synapse geleitet. Philipp hat ja aber ADHS. Die Ursache für seine Aktivität und verminderte Aufmerksamkeit ist ein Mangel des Botenstoffes Dopamin im synaptischen Spalt und somit eine gestörte Signalübertragung. Wenn Dopamin durch das Vesikel in den synaptischen Spalt gelangt, wird es einfach zu schnell abgebaut und die Signalübertragung bleibt schwach. Durch Einnahme von Ritalin wird der Rücktransport teilweise blockiert und mehr Dopamin ist im synaptischen Spalt, wodurch Signale stärker übertragen werden. Bei gesunden Menschen wie Professor Physalis ist genug Dopamin im synaptischen Spalt vorhanden und eine normale Signalübertragung kann erfolgen. Durch die Einnahme von Ritalin werden auch bei gesunden Menschen die Dopamin-Rücktransporter blockiert, mehr Dopamin bleibt im synaptischen Spalt und die Signalübertragung wird zusätzlich verstärkt. So richtig zu empfehlen ist das allerdings nicht, da wir damit die Transportwege unserer Synapsen manipulieren. Das kann Blutdruckstörungen, Schlafstörungen und psychische Beeinträchtigungen zur Folge haben. So, Professor, jetzt wissen Sie also, was Sie Ihrem Kopf da gerade angetan haben. Professor? Der allgemeine Begriff Neuroenhancement meint, dass wir Funktionen des Gehirns steigern oder optimieren. Das ist der allgemeine Begriff. Und der gegenwärtige Begriff, der problematisch ist, ist, dass diese Steigerung von den Hirnfunktionen durch pharmazeutische Präparate durchgeführt wird. Deswegen ist der Neuroenhancement-Begriff zurzeit einer, der sich nur darauf bezieht, dass wir medizinische Präparate, pharmazeutische Mittel einnehmen, um eine Hirnverbesserung zu erreichen. Also ich glaube, zu unterscheiden sind hier zwei große Felder dieser Einnahme. Das eine Phänomen ist, dass ich natürlich als Mensch selbstbestimmt über meinen Körper verfüge und durchaus ja das Argument vertreten kann, ich möchte eine gewisse Körperfunktion gegenwärtig stärker haben. Ein Beispiel dafür wäre, Sie sagen, ich möchte heute Abend Musik hören. Ich weiß, ich kann durch die Einnahme eines Mittels, was meine Konzentration steigert, noch tiefer in meine Musik einsteigen und habe deswegen das Gefühl, dass ich einfach ein schöneres Leben dadurch habe, durch eine Verbesserung einer Funktion, die ich für mich selber haben möchte. Die andere Frage ist aber, ob ich vielleicht diese Mittel einnehmen muss, um etwas zu erfüllen, nämlich beispielsweise eine Leistungsanforderung. Also wenn Sie sagen, Sie schreiben eine Klausur oder einen Test und sind deswegen in einer Lage, wo Sie sagen, ich brauche diese Mittel vielleicht, um das zu erreichen. Das sind die individuellen Problematiken. Die andere große Frage ist natürlich, wie es gesellschaftlich aussieht. Und dann müssen wir gegenwärtig diskutieren, ob wir vielleicht darauf zusteuern, dass wir in einem Arbeitsbereich leben oder in einer Leistungsgesellschaft leben, in der man einfach davon ausgeht, dass man Leute dazu ermutigen kann oder vielleicht sogar zwingen kann, ihre Leistungsfähigkeit durch die Einnahme derartiger Präparate dauerhaft auf einem gewissen Level zu halten. Also die Langzeitstudien, die es in jüngster Zeit gab, legen nahe, was eigentlich erwartbar ist, dass die Berufsgruppen besonders betroffen sind, die halt einem großen Leistungsdruck ausgesetzt sind. Das sind zum einen die Phänomene, dass sie sehr lange arbeiten müssen. Das sind klassischerweise die Berufe, die im medizinischen Sektor beispielsweise Doppelschichten, Dreifachschichten fahren müssen. Oder andererseits Personen, die in Wechselschichten arbeiten. Das heißt, sie haben keinen normalen Biorhythmus, müssen gegen ihre Wach- und Schlafheitsphasen arbeiten. Das Phänomen an dem gegenwärtigen Diskurs ist, dass es sehr wenige empirische Studien gibt. Das Problem ist nämlich folgendes: Es gibt sehr viel Wissen über diese Mittel, die in einem Krankheitskontext eingesetzt werden. Und erst seit wenigen Jahren gibt es empirische Studien, wie diese Präparate funktionieren bei normalen, also ich sag jetzt mal gesunden Leuten. Was ich sehr eindrucksvoll finde, eine Konsumentin eines Präparates zur Steigerung der Konzentration
hat nachher ihren Zustand beschrieben, ich sitze mitten in einem Kriegsschauplatz und lese ein Buch. Und damit sind eigentlich Vor- und Nachteile eigentlich ganz gut ausgedrückt. Man hat vielleicht die Möglichkeit, sich auf einen Bereich zu konzentrieren, der einem sehr wichtig ist, kann aber an dem Beispiel genau sehen, es wäre vielleicht genauso lebensnotwendig, auch andere Parameter wahrzunehmen. Das heißt, diesen Fokus, diese Konzentrationsfähigkeit, die ich habe, mag zwar situativ okay sein, aber in anderen Kontexten vielleicht gar nicht mehr so produktiv. Was man diskutieren müsste, ist natürlich das klassische Problem der Abhängigkeit. Dass sie irgendwann mal das Gefühl haben, dass sie die Leistung, die sie bringen wollen oder bringen müssen, davon abhängig ist, dass sie praktisch durch die Einnahme jedweder Präparate sie nur bringen können. Und dann hätte man ein klassisches Abhängigkeitsverhältnis, was dann entweder psychisch oder auch schon gar somatisch sein kann, dass der Körper vielleicht sogar einfordert, diese Präparate zu halt nehmen. Wir sind keine Maschinen, die auf den Dauerbetrieb angelegt sind. Das heißt, die Leistung ist halt abhängig von einer Organfunktion und Organe haben eine Ermüdungserscheinung. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, dass man sich versucht, selber genau zu beobachten hinsichtlich Persönlichkeitsveränderungen, was eingeschränkt möglich ist. Das heißt, ich würde auf jeden Fall das soziale Umfeld einweihen und sagen, dass ich entsprechende Präparate nehme, um vielleicht einzufordern, verändere ich mich, habe ich eine andere Persönlichkeitsstruktur bekommen. Und letztlich ist, glaube ich, der Rat immer der, es handelt sich hier um medizinische Präparate, vielleicht doch einen ärztlichen Rat einzuholen, wenn man das Gefühl hat, man ist in einer Art und Weise auf ein Mittel angewiesen, was nicht mehr selbstbestimmt ist. Es kann nämlich sein, dass Sie eine Klausur bestehen aufgrund der Einnahme eines Präparates. Das heißt, Sie haben nachher zwar diese Klausur bestanden, für sich aber, für Ihr eigenes Gefühl, sind Sie gar nicht der Autor dieser Leistung, weil Sie sagen, Sie haben ja eigentlich diese Leistung unter einem Einfluss einer Substanz aufgebaut. Das ist dann sehr problematisch, wenn Sie dadurch, wie gesagt, keine Selbstwirksamkeitsgefühl mehr haben, sondern praktisch sagen, es war nicht ich, der diese Prüfung bestanden hat, sondern es war ich in einem anderen Zustand, es war ein anderes Ich. Man verprügelt seine Frau. Man schlägt seine Frau krankenhausreif. Das sind Sachen, die hat man schon irgendwie gehört. Aber dass Frauen auch ihre Männer schlagen, das können sich viele Leute nicht vorstellen. Die Männer seien Schwächlinge oder entsprechen nicht dem Bild eines Mannes. Und das ist eben das Problem. Viele Männer werden geschlagen, aber viele trauen sich einfach nicht, damit irgendwie irgendwo hinzugehen. Und wir haben mit einem Berater der Caritas Münster geredet, warum mehr Männer den Mut haben sollten, damit an die Öffentlichkeit zu treten. Seit Mai 2014 kursiert eine Aufnahme eines streitenden Pärchens auf dem Videoportal YouTube. Es handelt sich dabei um eine nachgestellte Szene aus dem Alltag. Schauplatz ist ein Londoner Park. Über Gewalt gegen Frauen wird viel gesprochen. Die Reaktionen der Passanten fallen dementsprechend aus. Doch wie verhalten sich die Zuschauer, wenn eine Frau einen Mann angreift? What would you want? Do you ever listen to me? You're crazy, man. I'm fucking manic. I've been talking at you for the last 10 minutes and you haven't listened. You haven't gotten into fucking what I've been saying to you. But you're fucking not even listening to me, that's what. Why do I push you like that? Because you won't fucking respond to me if any of you won't listen to me. You think you're fucking everything all manly? I wasn't. No, you can't be. No, you can't be. Don't try and fucking walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try and fucking walk away from me. Stop it. Mit diesem Video haben wir uns auf den Weg zu einem Experten in Münster gemacht. Herr Moorkamp arbeitet als Gewaltberater bei der Caritas. Beim zweiten Teil wurde eben deutlich, die Passanten sehen keine Gefahr. Ja, es ist eher so, oh, die weiß ich aber durchzusetzen. Und ich glaube in Bezug auf den Mann eher so das Bild erscheint, oh, der hat nichts zu sagen. Laut einer Statistik der Mankind-Initiative handelt es sich bei 40% aller auftretenden Fälle von häuslicher Gewalt im Vereinigten Königreich um männliche Opfer. In Deutschland ist schon die statistische Erfassung schwierig. Also es gab eine Untersuchung gegeben, Anfang der 2000er, 2004. Da wurde gesagt, diese Studie ist nicht repräsentativ, weil es zu wenig Männer gab, die sich zu diesem Thema überhaupt geäußert haben. Dieser Bereich ist noch viel weniger erforscht als der Bereich insgesamt der häuslichen Gewalt. Ich glaube, da ist die Scham der Männer sehr groß, sich als Opfer häuslicher Gewalt und auch als Opfer ihrer Frau zu sehen. Herr
Moorkamp erklärt uns, dass eine besonders große Problematik dahinter steckt, wie die betroffenen Männer mit ihrem Schmerz umgehen. Vielen Männern fällt es leichter, das zu verharmlosen. So, ja, es war ja nur eine Ohrfeige, als sich zuzugestehen oder einzugestehen, ich bin Opfer häuslicher Gewalt. Ich habe letztens noch mit einem Mann zu tun gehabt, der damit gehadert hat, dass er sagte, ich habe es nicht verhindert, dass meine Frau mich geschlagen hat. Dann kann ich kein richtiger Kerl sein. Und das ist ein Riesenproblem. Das macht etwas mit dem Selbstwert. Und das führt eben auch dazu, dass Männer sich immer weiter zurückziehen und auch in die Isolation gehen. Doch kann Isolation eine dauerhafte Lösung sein? Ich glaube, die Voraussetzung dafür, etwas verändern zu können, ist erstmal sich einzugestehen, ich habe ein Problem, mit dem ich alleine nicht fertig werde. Und das widerspricht oftmals schon der männlichen Art, mit diesen Dingen umzugehen. Irgendwann an dem Punkt zu sein, wo ich mir eingestehe, ich schaffe das alleine nicht, ist für viele Männer ein Zeichen der Schwäche. Mir ist ein großes Anliegen, dass das Thema, das insgesamt ein Tabu ist, aber im Schwerpunkt nochmal eher, wenn Männer Opfer sind, ein Tabu ist, dass das besprechbar wird. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe heute wirklich viel über Tabus gelernt, da wir viele Sachen angesprochen haben, die sonst unausgesprochen bleiben. Mir hat's gefallen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Natürlich hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war's mit Weitwinkeln.